endlich Sommer. Nur dieses Mal konnten wir uns vorher nicht so recht entscheiden. Und viel Zeit für die Planung hatten wir auch nicht gehabt. Aber wir wussten, was wir wollten. Sonne, blauen Himmel, Strand, Baden. Und natürlich das Ganze möglichst ohne von Menschen überrannt zu werden. Also dachten wir uns, das wird schon und fahren wir doch einfach nach Italien. Kurz vor der Fähre nach Elba fuhren wir von der Autobahn ab und fanden bei einem alten Bergwerksmuseum einen sehr ruhigen Platz. Mit der Hoffnung auf viel Sonne, kleine Buchten und einem ruhigen Start fuhren wir am nächsten Tag auf die Fähre. Die Fähre war einfach zu finden, nicht wirklich voll und schnell saßen wir oben auf dem Deck. Das Wetter war super, den Campingplatz hatten wir vorher gebucht und am Horizont wurde schon nach kurzer Zeit Elba langsam, aber sicher größer. Elba ist eine sehr schöne Insel mit vielen kleinen Wegen zum Radfahren und Buchten zum Baden. Allerdings ist die Küste durchweg sehr steil und es ist nicht so leicht, vom Land aus zum Wasser zu kommen. Immer wieder gibt es aber mehr oder weniger angelegte Wege, über die man gut zum Strand kommt, der dann aber meist sehr klein und tagsüber eher voll ist. Abends zum Sonnenuntergang aber, wenn es langsam kühler wird, ist man dann ganz für sich und kann in der goldenen Stunde das Licht und die Farben genießen. Auf dem Campingplatz gab es ein nettes kleines Café mit allen möglichen Getränken, leider aber auch einem Animationsprogramm, das sich tatsächlich jeden Abend wiederholte. So waren wir nach einer Weile nicht wirklich unglücklich, weiterfahren zu müssen. Nach vielen Kurven sind wir dann auf ca. 1800 Meter in einem Skigebiet kurz hinter Rom angekommen. Auch im Sommer gibt es dort ein kleines, einfaches Café, das geöffnet hat und der Linienbus aus dem Tal kommt ein, zwei Mal am Tag. Abgesehen davon ist der Ort weitgehend verlassen und man findet nur ein paar freilaufende Pferde, Wanderer und Kühe. Nach Sonne, Meer und warmen Nächten war das hier auf dem Campo Catti nur eine sehr angenehme Abkühlung für uns. Geht man am Abend, passend zum Sonnenuntergang, auf einen der nahegelegenen Bergkämme, hat man einen beeindruckenden Blick über die Berge. Auf dem Weg zurück mussten wir dann aber trotz der guten Sicht auf die Hochebene aufpassen, da es sehr schnell dunkel wurde. Nach einer Nacht im Gran Sasso, nahe beim Campo Imperatore, stellten wir fest, dass hierfür ein größeres Fest aufgebaut wurde. Viele Autos und viel Musik brachten viel Leben auf die Hochebene. Wir fuhren also ein Stück weiter zu einem anderen Platz, den wir noch von früher kannten. Ein kleiner Parkplatz neben der Straße reichte uns dann und wir machten eine Tour mit den Mountainbikes durch ein nahegelegenes ausgetrocknetes Flussbett. Das Flussbett sah dann so gar nicht aus wie eins, sondern eher wie ein kleiner Canyon. Früher sollen hier wohl auch einige Szenen bekannter Italo-Western gedreht worden sein. Als wir zurückkamen und die Sonne schon tief stand, waren die meisten Autos weg und wir standen ganz alleine auf unserem Parkplatz. Ab
An einer alten, stillgelegten Bahnstrecke in Umbrien übernachteten wir, bevor wir weiterfuhren. Dort planten wir unseren nächsten Stopp. Durch die Toskana sollte es zum Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi gehen. Wir wollten auf dem entspannt wirkenden Campingplatz Falterona am Rande des Nationalparks ein paar Tage bleiben. Wegen der dort teils heftigen Steigung planten wir uns, E-Bikes auszuleihen. Statt Pisa, Florenz oder Lucca besuchten wir noch das kleine toskanische Städtchen Barga. Die Altstadt Bargas wurde schon vor dem 9. Jahrhundert auf einem Berg gebaut. Durch kleine, enge Gassen und über Treppen erreicht man schließlich die Spitze einer Anhöhe und den Dom aus dem Jahr 1000. In dem Dom, der durchgehend geöffnet war, war es angenehm kühl und dank der Beleuchtung sehr stimmungsvoll. Auf dem Domvorplatz gab es viel Schatten und es ging ein leichter Wind. Der Platz war ideal für eine kurze Pause und um die Aussicht über die wunderbaren Dächer auf die Apuanischen Alpen zu genießen.